Frank Siegmann für E-Learning Journal live von der Zukunftspersonal 2011 in Köln. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der Zukunft Personal 2011 in Köln. Ja, wir sind am zweiten Tag der Zukunft Personal, der größten Personalmesse Deutschland. Hier dreht sich alles um Personalentwicklung. Dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken ist eins der ganz großen Themen hier auf der Zukunft Personal bei den ca. 10.000 Besuchern und 300 Ausstellern. Und ich habe jetzt wieder einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner für unsere Clipreihe. Wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Fernstudien. Und mein Gesprächspartner, Herr Vollmer von SGD, wird uns da eine ganze Menge helfen können, insbesondere auch, was die Einbindung digitaler Medien in der Fernausbildung angeht. Schönen guten Tag, Herr Vollmer. Guten Tag, Herr Siegmann. Vielen Dank für die Einladung. Herr Vollmer, SGD, vielleicht nochmal für alle, die es nicht kennen, dass wir ein schnelles Aha-Erlebnis haben. Wofür steht das Unternehmen? SGD ist die Studiengemeinschaft Darmstadt. Wir stehen für Fernstudium mit den Säulen Qualität, Tradition und Innovation. Wir sind seit 1948 am Markt und haben derzeit 60.000 Teilnehmer in 8 Wissenswelten, die wir betreuen. Und Fernstudien hat sich ja vieles weiterentwickelt, dazu werden wir ja gleich noch kommen. Aber bevor wir in dieses Thema reingehen, würde ich gerne ein klein wenig über Zahlen sprechen. Zahlen, Fakten, Daten. Sie haben einen Studienauftrag gegeben mit TNS, Infrateste, und haben mal ermittelt, wie die Akzeptanz eigentlich sich verändert in der zurückliegenden Zeit. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie in der Studie gelangt? Ja, wir führen mit TNS Infratest regelmäßig Befragungen von Personalchefs durch, von kleinen Unternehmen, aber auch von mittleren großen Unternehmen. Und dort haben wir verschiedene Mess- oder Kennzahlen, die wir dort abprüfen. Und ein Thema ist das Thema Fernunterricht, berufsbegleitendes Lernen neben der Berufstätigkeit. Und im letzten Jahr haben wir dort, was die Akzeptanz bei den Personalern angeht, einen Wert von 76% gehabt. Und jetzt sind wir auf einen sehr, sehr guten Wert von 85% gekommen. Also sprich, das Thema berufsbegleitendes Lernen, ressourcenschonendes Lernen scheint ein Trendthema zu sein. Also 85% der Befragten geben an, das ist eine geeignete Maßnahme, die Akzeptanz wäre danach gegeben. Wer ist dort gefragt worden? Wir haben Personalchefs gefragt von verschiedenen Unternehmen von unterschiedlicher Größe, und das Ganze wurde per Telefoninterview geführt durch den Infratest, und das ist eine Befragung über ein Panel, die wir seit mehreren Jahren schon durchführen. Es sind insgesamt 300 Unternehmen, die wir dort befragt haben. Interessant ist auch, dass Sie das ganz aktuelle Thema mit aufgenommen haben, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Zu welchen Erkenntnissen ist die Umfrage gekommen? Ja. Fachkräftemangel ist irgendwie immer ein Trendthema, wenn man jetzt die Presse aufschlägt, die Zeitung aufschlägt, speziell in technischen Berufen, aber auch in Wirtschaftsberufen ist ein sehr, sehr großer Fachkräftemangel, und das zeigt sich auch in der Personalbefragung, die wir dort durchgeführt haben, und 77% sehen eine berufsbegleitende Weiterbildung als die ideale Möglichkeit der Qualifizierung gegen das Problem Fachkräftemangel. Und da sind wir natürlich mit dem Fernstudium auch ganz, ganz groß dabei. Das ist auch ein Wert eigentlich, der sehr, sehr gut ist, weil der praktisch sagt, dass man also jetzt nicht nur auf die klassischen Seminare gehen kann, sondern auch tatsächlich ein umfangreiches Fernstudium durchführen kann. Interessant ja auch, dass die gleichen Befragten dann halt zu 73% angeben, dass die Steigerung der Ausbildungsfähigkeit von Auszubildenden als sehr wichtig angesehen wird, und die Weiterbildung speziell älterer Mitarbeiter, also ab 45, die Digital Immigrants sozusagen, genau. Das geben 60% an. Auch hier sind die Zahlen halt steigend, wo erkannt wird, woran geschraubt werden kann. Sie haben viele Felder dort halt abfragen lassen, aber besonders interessant für uns fand ich jetzt noch die Frage nach dem Einsatz der digitalen Medien in den Bildungsprozess. Mhm. Diese Akzeptanz haben Sie auch abgefragt. Zu welchen Ergebnissen sind Sie dort gekommen? Also die Bedeutung mobiler Technologien für die Qualifizierung. Genau. Man liest ja jetzt in allen Publikationen über das Thema mobiles Lernen, den mobilen Einsatz von Handy sowieso, von Laptop und Co.
Und wir haben halt untersucht, inwieweit das für Personaler wichtig sein kann, dass es halt nicht nur spielerisch ist, sondern auch, ob seriös dort Erwartungen mitgeweckt werden. Wir haben den, also wir haben das auch letztes Jahr schon abgefragt und sind dort auf einen Wert von 77% gekommen und jetzt haben wir eine Steigerung auf 88%. Also sprich 88% aller Personaler geben mobilen Technologien eine große Bedeutung im Bereich berufliche Weiterbildung. Und das ist ein Wert, der uns auch sehr überrascht hat, sage ich schon, wenn man bedenkt, dass noch eine sehr große Zahl von Weiterbildung klassisch per Seminar auch läuft. Ja. Das Interessante finde ich ja auch bei SGD immer, diese Erkenntnisse, die ihr sammelt, nehmt ihr auch als Selbstverpflichtung. Das heißt, ihr holt zunächst einmal die Marktmeinung ein, die Meinung der Nachfrage, bevor ihr irgendetwas wild drauf los produziert. Wir können uns heute ja auch kaum noch Nice-to-Have-Projekte leisten. Wenn wir uns das jetzt mal konkret angucken, das Fernstudium heute, habt ihr letztes Jahr einen Online-Campus integriert. Was waren die Feature und was war dann halt die Erfahrung, die ihr damit gemacht habt? Es liegt ja jetzt schon fast ein Jahr zurück. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Siebmann. Den Online-Campus, den haben wir schon deutlich über 10 Jahre, der Online-Campus Weflon. Und letztes Jahr wurde der Online-Campus für mobile Anwendungen geöffnet. Also sprich, man kann von jedem Handy, von jedem Smartphone, ob Android oder iPhone, auf den mobilen Online-Campus zugreifen. Man kann sein Fernstudium mobil organisieren, man kann Einsendaufgaben überprüfen, man kann mit Kommilitonen, mit Mitstudierenden chatten, also sprich die soziale Komponente ist noch stärker jetzt erweitert als mit dem PC, weil man sein Handy ja immer dabei hat und dieser Innovationsdruck, den wir uns da selbst auch auferlegen, den haben wir jetzt dieses Jahr noch ein bisschen stärker ausgenutzt, auch auf Kundenwunsch oder Kundenwünsche haben wir jetzt zusätzlich die Apps integriert in den Online-Campus, sodass man nicht nur mobil sein Fernstudium organisieren kann, sondern als Innovation auch Lerninhalte mobil nutzen kann. Und diese Lern-Apps, die haben wir auch für Android und für iPhone entwickelt und haben gesagt, das machen wir nicht für eine ganz kleine Zielgruppe, die vielleicht eh schon von vorne bis hinten Apps nutzt, auch im privaten Umfeld, sondern wir gehen auf eine große Zielgruppe, auf das Thema Wirtschaft, auf das Thema Betriebswirtschaft und haben praktisch mobile Apps für den Einsatz unserer betriebswirtschaftlichen Studiengänge eingeführt. Da würde ich auch gerne noch etwas konkreter werden, sodass wir uns das konkret vorstellen können. Wir sehen ja jetzt den Lerner vor uns. Das ist ein erwachsener Mensch, der Kraft höherer Einsicht selbstständig halt in die Weiterbildung investiert. Er hat die Struktur, die bis jetzt für ihn gegeben war. Was für einen Mehrwert hat er jetzt durch die Lern-App und was ist der didaktische Mehrwert, den ihr dadurch erzielt? Gut, dass Sie darauf hinweisen, Herr Siebmann, der Mehrwert ist ganz wichtig. Der Teilnehmer, der bei uns Betriebswirtschaft per Fernstudium absolviert, bereitet sich beispielsweise auf einen staatlich geprüften Betriebswirt vor, also ein sehr umfangreiches Studium. Das nutzt er mit Studienheften, mit seinem Online-Campus. Und daran ändern wir auch nichts, weil einfach dieser Blended Learning-Ansatz sehr, sehr gut funktioniert für den großen Umfang. Und als Zusatzservice, also wenn er will, er muss es nicht, aber er kann, also wenn er will, kann er praktisch diese Lern-Apps nutzen, kann unterwegs in der Straßenbahn, in der U-Bahn, in der Mittagspause, kann er für den Bereich Einführung in die BWL, kann er Lernaufgaben zur Selbstüberprüfung nutzen, also er lädt praktisch die Apps über den Online-Campus runter, kann dort per Fragen und Antworten, sowohl geschlossen als auch offene Fragen, beantworten und bekommt sofort auch die Lösungs- und Antwortvorschläge geschickt. Alles ist aber ein reiner Zusatzservice und so hat er den Mehrwert, dass er zusätzlich zu seinen Studienmaterialien und zum Online-Campus halt überall noch sein Wissen überprüfen kann. Also das ist ganz wichtig. Alles ist zusätzlich und optional. Er muss es nicht, aber er darf und wie die Erfahrung der letzten Monate zeigt, unser Administrator bekommt total viel positives Feedback und die Teilnehmer sagen, wir wollen mehr davon. Also das funktioniert ganz gut. Ja, mehr davon ist das Stichwort. Da muss ich ja natürlich als Interviewer immer ein bisschen tapfer sein. Wir möchten auch noch ein bisschen mehr in die Küche reinschauen. Ja. Was ist als nächstes vorgesehen? Wohin geht die Reise? Welche Reisegeschwindigkeit nehmt ihr euch vor? Weil es hat ja, wie Sie sagen, immer mit der Akzeptanz ja auch zu tun, dass man halt ausgereift Produkte halt anbieten kann und nicht halt gereift beim Kunden.
Also wir achten bei unseren Lernmedien auch auf eine sehr hohe Qualität. Wir sind ja hinsichtlich unserer Studienprogramme nach ISO zertifiziert. Und das bezieht nicht nur die Inhalte ein, sondern auch die Lernmedien. Und deswegen entwickeln wir sehr, sehr behutsam, auch mit sehr, sehr namhaften Partnern. Und als nächstes App oder die nächsten Apps sind geplant für einen Lehrgang, der jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist bei uns, Fachkraft erneuerbare Energien. Also ein Trendthema, was wir jetzt besetzen. Also neben den innovativen Medien sollen es auch immer innovative Inhalte sein. Und da werden wir praktisch diesen Lehrgang erneuerbare Energien, den es jetzt seit einem Monat gibt, auch mit Lern-Apps anreichern, sodass man spielerisch zusätzlich, wenn man will, auch sein Wissen in diesem Bereich überprüfen kann. Super. Wir sind ja hier auf der Zukunft Personal. Und wir sind hier in der Weiterbildungshalle und dann halt hier in der Arena der Lösungen unter Einbeziehung digitaler Medien. Welchen Eindruck haben Sie? Wir haben uns ja letztes Jahr hier auf der Zukunft Personal auch getroffen. Es gilt ja auch als eins der Hoffnungsträger in der Wirtschaft, eine klare Orientierung bieten zu können für den Einsatz digitaler Medien. Welchen Eindruck haben Sie dieses Jahr? Wir sind ja jetzt im zweiten Tag bereits. Genau. Ja, also ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viel wieder sich bewegt und sehr viel sich bewegt hat. Gegenüber letztem Jahr sind nach meinem Kenntnisstand sehr, sehr viele Systemanbieter auch hier da. Aber durch die Vorträge und auch durch die Betreuer der Systemanbieter kommt, glaube ich, die menschliche Komponente auch nicht zu kurz. Das ist bei uns auch ganz wichtig. Neben den Systemen auch immer der Mensch, der Betreuer im Hintergrund des Fernstudiums. Und den Eindruck habe ich auch hier, dass hinter den Systemen auch Menschen stehen, die den Kunden zuhören. Und das ist eigentlich was mir eigentlich ganz gut gefällt. Ja. Vielen Dank, Herr Vollmer. Schönes Schlusswort. Besser hätte man das gar nicht formulieren können. Auch wir wünschen, dass wir gut zuhören können und gute neue Erfahrungen Ihnen weiterreichen können, wenn es um die Einbeziehung digitaler Medien geht. Sie haben jetzt hier gerade auch Studienergebnisse gehört. Wir haben noch einige spannende Gespräche heute, die auf uns warten. Folgen Sie uns, kommen Sie mit in unsere Clipreihe. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der Zukunft Personal 2011 in Köln.